Ja, moin Leute. Ich möchte an meinem Touareg die ganzen Filter tauschen. Also im Grunde genommen eigentlich nur der Innenraumluftfilter und der Motorluftfilter. Ich habe einfach bei Amazon und bei eBay irgendwie eingegeben Touareg 7L Luftfilter. Ich habe keine Ahnung, ob die passen. Von den Maßen her, wenn man sie da so hinlegt, wo sie ungefähr hin müssen, passt das eigentlich soweit ganz gut. Aber ob es endgültig passt, das sehen wir im Video. Und wie wir sie verbauen, das solltet ihr auch genau hier sehen. Nochmal zur Anmerkung, soll es sich hierbei um so ein bisschen informativeres Video handeln. Beispielsweise jetzt bei dem Touareg-Modell mit dem Luftfahrwerk ist das nochmal ein Ticken anders als mit dem Nicht-Luftfahrwerk, weil wir an dem Lüfterkasten am Motor haben wir noch so einen Schlauch dran. Der muss abgemacht werden und genau, da ist das nicht ganz so klar, wie man den abmacht. Das werdet ihr hier auch sehen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Innenraumluftfilter. Der liegt nämlich hier drunter, also ungefähr da. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil man sich da irgendwie so wieder hinbeugen muss und sowas. Man kennt es ja, unten im Fußraum arbeiten ist immer mit das Anstrengendste. Aber gut, das werden wir schon hinkriegen. Gucken wir mal, irgendwie Taschenlampe reinmachen oder so, ob man das gut beleuchtet kriegt. Aber das kriegen wir schon alles hin. So, nehmt euch ein Käffchen und dann schaut gerne zu. Lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abonnement da lassen. Denn ich habe gesehen, sehr viele Zuschauer ohne Abo. Von daher, Abonnement da lassen und Prüsterchen. So, Sitz ganz nach hinten gefahren. Wir haben jetzt noch, bevor wir an den Luftfilter rangehen können, hier so eine Abdeckung. Und zwar ist die da in der Mitte und nochmal ganz links geklipst. Deswegen gehen wir hier einfach drunter, versuchen das runterzuhebeln oder runterzuziehen. Und nicht vergessen, wir haben hier noch die Beleuchtung, die Fußraumbeleuchtung. Den Stecker nochmal lösen und dann habt ihr das Teil auch ab. Und dann sieht man auch schon den Innenraumluftfilter. So, wie schon beschrieben, kommt das jetzt runter und dann, ne, nicht vergessen, Fußraumleuchte abstecken. Was das hier ist, keine Ahnung. Ich gucke es mir gleich mal an. Chip, Alter, Chip-Tuning. 300 PS. Also, ist wieder ganz simpel. Einfach zack, dann hätten wir das schon gelöst. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein mit unserem Gedöns hier, was ich hier hängen habe. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit Musik zu tun haben. Ne? Da haben wir den Kollegen. Hier, diesen Deckel müssen wir aufschrauben. Und da verbirgt sich dann unser Innenraumluftfilter. Was aber auch sehr interessant ist, ich habe mir gedacht, boah, das Ding muss man auf jeden Fall mal sauber machen. Viel interessanter ist das hier. Da war wohl irgendwie ein Nagetier oder sowas im Auto. Kaum zu glauben eigentlich, weil klar, Motorraum okay. Aber Alter, wie ist der denn da hingekommen? Jedenfalls hat sich da jemand ein bisschen gemütlich gemacht und hat sich hier eine kleine Toilette gebaut. Heftig. Ja, kaum zu glauben. Ich glaube selbst, ich habe die Nuss noch nie benutzt. Aber wir brauchen hierfür eine 5,5er. Und dann müssen wir, wie gesagt, diese zwei wunderbaren Schrauben hier lösen. Können wir diesen Deckel auch schon abnehmen? Vorsichtig, da kommt auch immer Schmutz raus. Wie man schon sieht, ein bisschen. Hat sich schon ordentlich was angesammelt an Schmutz. Also staubsaugt am besten danach, nicht davor, so wie ich. Alter Schwede. Zu beachten ist Airflow. Wie wir schon sehen, haben wir hier Pfeile. Das beschreibt, wie die Luft durchgehen muss. Die Luft muss quasi immer vom Autoäußeren zum Autoinneren. Das heißt, in dem Fall müsste das quasi so verbaut werden, jetzt vom Airflow einfach betrachtet. Ne? Das heißt, von außen nach innen. Man nehme dann seinen Luftfilter, ne? Wie gesagt, Airflow ganz wichtig zu beachten. Ich mache das einfach mal so rum, also so, das heißt die Pfeile zeigen Richtung Innenraum vom Auto und dann einfach reinschieben. Also wenn ihr das reinigt, das Teil hier, nimmt auch das Schaumstoffteil nochmal weg. Also so habe ich es auf jeden Fall gemacht, weil da verbirgt sich jetzt auch nochmal richtig Schmutz. Also das habe ich ja schon weggenommen. Hier lag quasi unter diesem Schaumteil nochmal richtig was an Schmutz drin.
So, gesaugt. Und ich habe das Teil auch nochmal sauber gemacht. Ne? Auch hier erst recht, da wo die, ja, die Ködel drin lagen, da nochmal richtig was reingesprüht an Reiniger, damit da bloß nicht irgendwie Kollegen sich angezogen fühlen von dem Duft. Also komplett einmal sauber gemacht. Das lasse ich jetzt ein bisschen ausdünsten. Eigentlich ab nach vorne. So, der Motorluftfilter, der findet sich hier in diesem Kasten drin. Ja, ich weiß, ne, wie das aussieht, ist wirklich schrecklich. Also es wurde wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr sauber gemacht. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen. Ich kann einmal ganz kurz sagen, was wir alles lösen müssen. Zuallererst diese Befestigungsteile einfach nach oben so, zack, ne, dann sind die gelöst. Dann müssen wir noch hier den Schlauch einmal so runter machen. Dann müssen wir diesen Schlauch runter machen. Und da bin ich der Meinung, das hat der nur mit, wenn wir ein Luftfahrwerk verbaut haben. Und wir müssen diese Schraube da lösen. Ich bin mir gerade, genau, da hinten ist auch noch eine, ne? Die Schraube müssen wir noch lösen. Und wir müssen den Ansaugschlauch auch lösen. Da und da sind zwei Schrauben. Das hier lösen. Dann haben wir, das ist ja auch hier gar nicht mehr fest, das kann man trotzdem einmal hier rausnehmen, damit wir einfach mehr Platz haben. So, das hier wie gesagt rausnehmen. Zack. Dann hängt das da auch nicht mehr dran. Dann einfach hier weitermachen. Wir könnten theoretisch das auch jetzt so einfach reinfriemeln, aber ist auch nicht die schöne Art. Deswegen lösen wir das hier. Die Schraube lösen wir einmal. Und die hier noch. So, also, ne, Luft, Mengenmesser, Luftmassenmesser, ich weiß nicht. Ist jetzt ab. Die wieder ab. Und jetzt haben wir nur noch das Schlauch da unten. Das Schlauch. So. Also, grünes Teil ab. So, jetzt bräuchte ich eigentlich jemanden, der das Handy halten kann. Also, ich versuche es einmal zu erklären. Wir müssen das ganze Teil müssen wir reindrücken. Nach da. Und das, worauf ich gerade zeige, ne? Genau dieses Teil. Während wir das Teil reindrücken, müssen wir das nach außen drücken. Und dann kann man den lösen. Ich versuche das mal irgendwie so hinzulegen, das Handy, dass man es vielleicht sehen kann. So, ja. Zack, genau so. Genau, und den Schlauch da noch unten. Gut, und jetzt kommen wir endlich an den Luftfilter. Ich hoffe einfach, es ist der richtige. Und wie wir sehen, ist auch der gleiche. Bin ich sehr froh drüber. Ich weiß natürlich nicht, warum hier so ein Schaumstoffding dran ist. Aber irgendwie ist das auch so fest dran. Ich glaube nicht, dass man es abmachen soll. Alles soweit gereinigt. Einmal durchgesaugt, einmal durchgewischt. Das Teil auch ein bisschen sauber gemacht. So, Luftfilter. Einfach rein hier. Filter, Luftmassenmesser wieder dran. So, dann das Teil wieder drauf. Nicht vergessen, vorher den grünen Ring da drauf zu machen. Ich glaube, jetzt muss man es nur noch ranschieben, raufschieben. Und dann sieht man schon, ist wieder fest. Und jetzt das grüne Teil drauf. Zack. So, das haben wir noch abgemacht. Das war ja hier irgendwo dran, ne? So war das ja dran, genau. Und dann wäre das schon alles gewesen. Ist fest, somit wäre das auch erledigt. So, nach der erledigten Arbeit kann man sich dann auch zurücklehnen. Wir haben einmal Frischluft für den Menschen im Innenraum und auch nicht zu unterschätzen Frischluft für den Motor. Auch sehr wichtig. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video geholfen hat und auch interessant war, lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, auch gerne ein Abonnement da lassen. Gerade so am Anfang, man sieht sehr, sehr, sehr viele Zuschauer, die ohne Abonnement zugucken. Ist ja auch nicht schlimm, aber wie gesagt, soll gesagt sein. Gerne ein Abo da lassen und ich würde sagen, habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!
Kurzmeldung, nachdem wir erfolgreich waren. Ich wollte nochmal sagen, hier ist ein 1. Ach, der, ich wollte gerade sagen, ein 1,9er TD. Genau, hier ist ein 3 Liter V6, Diesel verbaut in dem Touareg. Jetzt muss ich kurz überlegen, 0603775, Schlüsselnummer. Und 224 PS. Also, falls ihr diese Arbeit auch machen wollt. Bei mir war es jetzt so, ich habe einmal von Febi den Innenraumluftfilter 21318 verbaut. Der hat gepasst. Vergleichnummer steht da auch, kann man ja lesen. Und den Luftfilter für den Motor, das ist halt der jetzt von Mann. Das ist der C39002. Falls ihr diese Arbeit auch machen wollt und ihr zufällig die gleiche Schlüsselnummer habt, dann könnt ihr genau die auch bestellen.